Meldungsübersicht. Skischaukel vor Abschluss. Zusammenschluss der Skigebiete Mooslift mit den Batschakowelbahnen steht kurz vor Realisierung. Landeshauptmann Stellvertreter Anton Steixner stellt 200 Millionen in Aussicht. Die beiden Eigentümer melden sich zu Wort. Die Gemeindeführung ist bemüht, dass die Einwohner der Gemeinde Grinzens einfach die schöne Umgebung, die Ruhe, die Landschaft ein bisschen genießen können. Aber heute ist eine sehr gute Kooperation und ich glaube, es bringt beiden Partnern sehr viel. Da sind halt jetzt wirklich die Gremien gefordert, bis April was zu tun. Ja, es trifft dasselbe zu, was ich von Anfang an gesagt habe. Es ist aus meiner Sicht nicht notwendig. Das ist eine völlige Schnapsidee. Übergabe Sportcafé. Die Grand Dame der Grinzner Gastronomie, Petra Holzknecht, übergibt den Zapfhahn an Silvia Singer. Nachfolge geklärt. Wie das ZDF heute offiziell bestätigt hat, wird Alexander Hager künftig das Flaggschiff des zweiten deutschen Fernsehens Wetten, dass moderieren. Regiedebüt in Grinzens. Der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler Josef Holzknecht inszeniert im Frühjahr 2012 Hamlet für jedermann. Hollywood in Grinzens. Die einen wollen die Welt retten. Das habe ich nicht versprochen, Verzeihung. Die einen wollen den Euro retten. Er will gleich die ganze Welt vor dem Abgrund bewahren. Zumindest im Film. Im wahren Leben geht es für Arnold Schwarzenegger auch um viel. Denn mit dem sechsten Teil von Terminator wird sich zeigen, ob der Hollywood-Star hält, was er eigentlich verspricht. Hallo, servus. Arnold Schwarzenegger, der Terminator, der Governator of California speaking. Ich meine, wie ihr ja alle miteinander wisst, nicht, bin ich ja eigentlich ein richtiger Steirer-Bur, nicht? Also aufgewachsen und geboren bin ich in der Steiermark, nicht? Und wie die meisten steirischen Burschen habe ich natürlich auch richtige steirische Eiche, nicht? Also wir in Kalifornien sind also in einem richtigen Mammut-Tree in der draußen, nicht? Ja, und wegen meinem Mammut-Tree und also wegen meiner steirischen Eiche habe ich natürlich in letzter Zeit einige Troubles gehabt, nicht? Und deswegen war das Jahr 2011 also für mich persönlich ein ganz, ganz schwieriges Jahr, nicht? Also ich meine, da war einmal zum einen die leidige Geschichte mit meinem ledigen, also mit meinem unehelichen Bruder in Arnold Junior. Ja, und deswegen hat sich da meine Wife, also meine Ex-Wife, also meine Ex-Frau, die Schreiber Maria, scheiden lassen. Nicht? Ja, und jetzt geht es mir gleich, wie euch grinst ihr nicht, ich habe ein riesiges Loch in meinem Budget. Und deswegen habe ich mir gedacht, also wir haben uns ein Verbackel, also es Grinzner und ich der Arnold, wir haben uns ein Verbackel und ich drehe meinen nächsten Action-Movie, also einen Augenteil-Film, nicht? Also in Sperminator, in Terminator 6, da bei euch in Grinzens nicht. Weil mein Finanzberater, der Karl-Heinz Grasser, hat gesagt, das ist eine hundertprozentige Geschichte, ich meine, da werden wir alle miteinander reich, nicht? Also ich freue mich schon. Hasta la vista, Grinzens. I'll be back. Christa Kummer hat nach einer kurzen Werbepause Wetteraussichten für Sie. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen einen guten Jahreswechsel. Ihre Katharina Krause und Maike Matte. Österreichs bestes Bier. Einen angenehmen Freitagabend. Ähnlich wie heute geht das Wetter auch morgen weiter. Und damit Sie wissen, wie das ausschaut,
zeige ich Ihnen nun das Wetter von heute. Dazu die aktuellen Satellitenbilder. Wie man hier unschwer erkennen kann, war ein Teil von Grinsens, besonders im Bereich Bachen-Frühnebel, der sich aber im Laufe des Tages auflöste. Nebelbedingt lagen die Frühtemperaturen allerdings in Bachen nur bei frostigen minus 27 Grad Celsius. Die Tageshöchstwerte in Bachen lagen bei 0 Grad. Wie man sieht, im restlichen Gemeindegebiet von Grinsens, mit Ausnahme der Neder, war bereits am Morgen die Sonne zu sehen. Das Tagesmittel lag kurz bei angenehmen plus 23 Grad Celsius. Nun, meine Damen und Herren, kommen wir zum Neujahrswetter. Morgen kommt im Bereich der Kirchgasse ein weltweit einzigartiges Wetterphänomen zu tragen, der sogenannte Senderswind. Dieser wird die seit Jahren hartnäckig bestehenden Gewitterwolken im Einzugsgebiet der Kirchgasse, ja um genauer zu sein, beim Gemeindeamt auflösen, beziehungsweise Richtung Süden durch das Senderstal vor sich hertreiben. Wie jedes Jahr, meine Damen und Herren, auch dieses Jahr das alljährlich wieder auftretende Wetterphänomen der zweimonatig dauernden Sonnenfinsternis in der Nähe. Ab 22. November bis einschließlich 23. Jänner ist in der Nähe keine Sonne zu sehen. Klingt komisch, ist aber so. Nur noch die Bauernregel zum Neujahrstag. Wenn der Hahn kräht auf den Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Ich, meine Damen und Herren, wünsche Ihnen noch einen angenehmen, unterhaltsamen Abend. Ihre Christa Kummer.